Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach hoher Anfrage gibt es jetzt das Make-up-Tutorial zu meinem letzten Video und ich fange auch schon gleich an mit dem Primer. Ich benutze den von L'Oreal aus der Skin Perfection Reihe und trage ihn auf meine T-Zone ein. Dann kommt auch schon das Make-up, auch von L'Oreal. Da mische ich noch von P2 einen Highlighter mit unter, einfach damit meine Haut am Ende einen schönen Glow hat. Und das Ganze verblende ich dann mit meinem Beauty Blender. Jetzt kommt mein Concealer zum Einsatz. Ich nehme zurzeit den von Maybelline her. Ist wirklich super haltbar, lange haltbar. Und den verteile ich großzügig unter meinen Augen, auf meine T-Zone und über meine Lippe. Das Ganze verblende ich natürlich auch sehr gründlich mit meinem Beauty Blender. Um den Concealer noch länger haltbar zu machen, nehme ich ein loses Puder von Max Factor her. Und gebe das mit der Puderquaste auf die Stellen, wo ich den Concealer aufgetragen habe. Jetzt kommen wir zu meinem wichtigsten Part und zwar sind das die Augenbrauen. Da benutze ich den Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills. Ich glaube in der Farbe Brown oder Dark Brown. Das schreibe ich euch genauer in die Infobox auf und damit ziehe ich jetzt meine Augenbrauen nach. Um die Augenbrauen noch natürlicher aussehen zu lassen, gehe ich mit einem Puder drüber und befestige die Härchen anschließend mit einem Augenbrauengel, ebenfalls von Anastasia Beverly Hills. Von MAC nehme ich jetzt einen Lidschattenprimer her, auch eine Art Highlighter. Und das Ganze gebe ich auf meinen Brauenbogen und auf meinen beweglichen Lid auf. Das Ganze sorgt einfach für eine gute Base und für einen schönen Highlight. Aus meiner Smashbox Full Exposure Palette nehme ich einen schönen braunen Ton als Übergangsfarbe in meine Lidfalte her und verblende den auch ganz gut. Als nächstes nehme ich einen satteren braunen Ton her und mit einem eher spitzeren Pinsel und trage ihn in meinen äußeren V auf. Damit bekomme ich eine Tiefe her und das Ganze schaut dann einfach ja, intensiver aus. Aus meiner MAC Palette nehme ich dann einen schönen goldenen Lidschatten und trage ihn mit meinem Finger auf meinem beweglichen Lid auf. Und weil das Ganze natürlich nicht genug schimmert und glänzt, trage ich noch von Art Deco einen schönen Glitzer-Lidschatten auf. Ich trage das mehr in die Mitte des Auges auf, weil da auch der höchste Punkt ist und so das Ganze auch mehr zum Ausdruck kommt. Ein Eyeliner-Strich darf natürlich auch nicht fehlen und da benutze ich einen von Lancôme. Benutze dann aber auch anschließend einen von Manhattan, weil es mir noch nicht schwarz genug war. Um mein Augen-Make-up zu vervollständigen, nehme ich noch einen schönen glitzernden braunen Ton her, trage ihn auf meinen unteren Wimpernkranz auf, auch von der gleichen Smashbox-Palette und gehe dann über zu meinen Wimpern. Da benutze ich meine Tweezerman-Wimpernzange, die wirklich super ist
und meine zwei Lieblingsmascaras in der Kombi. Falsche Wimpern dürfen bei einem dramatischen Make-up-Look natürlich auch nicht fehlen. Diesen von Adele, das sind meine Lieblingswimpern. Danach nehme ich noch meine MAC-Mascara her und verblende meine echten Wimpern mit den unechten und gehe nochmal mit meinem Eyeliner über die Wimpern, damit auch nichts von dem Kleber zu sehen ist. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart, das Contouring. Und da benutze ich von Bourjois so ein Contouring Primer, Bronzing Primer. Das habe ich schon etwas länger, kann ich euch gerne in der Infobox verlinken. Ist wirklich sehr zum Empfehlen. Und das Ganze verblende ich dann mit meinem Tweezerman Pinsel. Das sind so ästhetische Haare und damit lässt sich es wirklich sehr gut in die Haut einarbeiten. Nachdem ich konturiert habe, nehme ich noch meinen MAC Bronzer in der Farbe Give Me Sun und das gebe ich dann auch auf meine Wangen und auf meine Stirn auf und so erziele ich einfach einen Sun-Kissed Look, den ich wirklich sehr, sehr schön finde, vor allem zu etwas dramatischeren Looks. Dann konturiere ich noch ein bisschen meine Nase mit dem restlichen Bronzing Primer, was ich noch im Pinsel hatte. Und dann nehme ich noch einen wunderschönen MAC Blush her, trage ihn auf meine Wangen auf und gehe dann über zum Highlighten. Ich benutze wieder einmal einer der besten Highlighter, die es gibt, der Mary Lou Minimizer von The Balm. Und den gebe ich über meine Augenbrauen auf meine Wangenknochen und über meine Nase bzw. auf meinem Nasenrücken und über die Lippen. Was jetzt nur noch fehlt, sind die Lippen. Und dann wären wir auch schon fertig. Ich benutze den Art Deco Lip Liner in einer sehr schönen Bordeaux-Farbe und anschließend meinen MAC Lippenstift in der Farbe Sin, den ich recht neu habe. Ist wirklich eine wunderschöne Farbe, ähnelt meiner Meinung nach sehr Rebel und Diva. So, meine Lieben, und das wär's dann auch schon von meinem Make-up-Tutorial. Ich hoffe wie immer sehr, dass das Video euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen was lernen konntet daraus und eventuell auch nachschminken werdet. Ansonsten freue ich mich über einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!